Heute teste ich für euch den nachhaltigen Startup-Adventskalender von Adventsum. Das ist Teil 3 meiner Adventskalender-Testreihe und in den anderen beiden Videos habe ich bereits die Kalender von Lindt, Niederegger, Schogetten, Katjes, Vegans und DM Bio getestet. Und heute ist es dann an der Zeit für einen Adventskalender, in dem nicht nur Essen drin ist, sondern eben auch diverse nachhaltige Startup-Produkte. Ich bin sehr gespannt auf den Adventsum-Adventskalender. Das ist auch der, den sich tatsächlich die meisten von euch auf Instagram gewünscht haben. Der Adventskalender kostet 125 € und da frage ich mich natürlich, lohnt sich das Ganze? Das Video ist keine Kooperation. Ich habe den Adventskalender selbst gekauft und werde jetzt mit euch nacheinander die Türchen öffnen. Bevor wir damit beginnen, noch ganz kurz ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Selbstexperiment, das ich hier vor einiger Zeit gemacht habe, in dem ich versucht habe, in 30 Tagen ein Buch zu schreiben. Dieses Buch ist jetzt tatsächlich fertig. Es ist mein erster Roman. Er heißt The Way You See Me und erscheint nächstes Jahr im Heine Verlag. Ihr könnt das Buch bereits jetzt vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt. Das heißt zum Beispiel bei Thalia, Hugendubel oder auch einfach beim Buchladen um die Ecke. Die Vorbestellungen helfen sehr dabei, wenn es darum geht, ob das Buch später in Buchhandlungen ausliegen wird und es vielleicht sogar auf die Bestsellerliste schafft. Also wenn ihr The Way You See Me und mich gerne unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt. Die Links zum Vorbestellen findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr gerne so ein bisschen mehr über den Inhalt erfahren möchtet, dann schaut euch gerne mal mein letztes Video an. Kommen wir zurück zum Adventskalender. Der kommt in dieser Box hier mit weihnachtlichen Illustrationen drauf. Ich muss ihn mal abstellen, weil er echt ganz schön schwer ist. Ich finde, die Box passt schon mal ganz gut zum Thema Nachhaltigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, die zum Beispiel als Geschenkebox wieder zu verwenden oder nächstes Jahr vielleicht auch einen selbstgebastelten Adventskalender da reinzumachen. Die Illustrationen gefallen mir sehr gut. Das finde ich alles sehr liebevoll gemacht hier. Das ist nicht zu kitschig, sondern sieht einfach wirklich schön aus. Mir gibt das ein sehr schönes weihnachtliches Gefühl. Also ich würde sagen, für meine erste Kategorie, das Aussehen, bekommt der Advents im Adventskalender von mir eine 10 von 10. Ich stelle den jetzt mal hier rüber und dann können wir uns den Inhalt anschauen. Wenn wir die Box aufmachen, dann kommen uns hier diese kleinen Päckchen hier entgegen. Die sind alle in dieses blaue Seitenpapier hier verpackt mit so Sternchen drauf. Die Päckchen werden laut der Website von Adventsum handverpackt in unserer sozialen Partnerwerkstatt. Und wenn ich sowas lese, werde ich immer so ein bisschen hellhörig, einfach weil das ein sehr komplexes Thema ist. Also Werkstätten für Menschen mit Behinderung stehen häufiger in der Kritik, dass die Menschen, die dort arbeiten, zu wenig Geld für ihre Arbeit bekommen. Es gibt auf der Website von Adventsum auch eine ganze Seite, die sich mit genau dieser Thematik beschäftigt. Damit, wie denn eben auch die politische und gesetzliche Situation aussieht. Wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Die Leute von Adventsum erklären auf dieser Seite auch, dass sie wohl versuchen, dieses System so ein bisschen auszutricksen. Also quasi trotzdem dann den Menschen, die in der Werkstatt arbeiten, mehr zu geben, als das Gesetz vorsieht. Lest euch das auf ihrer Website gerne mal genauer durch, beziehungsweise lest euch vielleicht auch generell mal in dieses Thema ein, weil ich finde, dass das eine Sache ist, bei der sich wirklich auch auf politischer Ebene ganz dringend was tun muss. Kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist die Auswahl. Da steht hier auf der Website, dass der Kalender 20 Startup-Produkte enthält. Die sind wohl alle vegan, Full-Size und Unisex. Und in 4 der Türchen ist eine Spende für wohltätige Zwecke enthalten. Also mit dem Kauf des Kalenders trägt man zu dieser Spendensumme bei. Im Gegensatz zu den Adventskalendern, die ich davor getestet habe, steht beim Adventskalender nicht auf der Box drauf, was drin ist. Das heißt, so meine genaue Bewertung, wie ich die Auswahl so finde, die muss ich jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben, aber die kommt noch. Und auch ganz wichtig, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dadurch, dass ich nicht weiß, was im Kalender drin ist, habe ich zu den Produkten natürlich auch keinen Background-Check gemacht und kann euch da jetzt nicht alle Nachhaltigkeitsdaten und Fakten sagen. Deswegen, wenn ihr euch überlegt, irgendwas davon nachzukaufen, dann bitte ich euch einfach drum, da selber auch zu recherchieren. Und damit mache ich mich mal auf die Suche nach dem ersten Päckchen. Hier ist das erste Türchen und ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir dieses Handeingepackte schon wirklich gut gefällt. Also ich finde, das macht den Adventskalender einfach sehr charmant irgendwie. Ich finde es fast zu schade, das auszupacken, aber wir wollen natürlich wissen, was drin ist. So, eine Metalldose. Ach, das Bernsteinzimmer, das ist ja witzig. Ja, ich war gerade erst auf einer veganen Messe, wo die auch einen Stand hatten und habe Pralinen bei denen gekauft. Deswegen kann ich jetzt hier einfach schon mal, ohne die probiert zu haben, da drin sagen, dass die Pralinen von denen sehr, sehr lecker sind. Hier ist noch so ein kleiner Zettel dabei und da steht auch genau köstliche Pralinenselektion in limitierter Blechdose. Die kosten 11,95 € und in dieser Verpackung hier könnte man die ja auch wirklich schön zu Weihnachten verschenken. Ich bin aber ganz ehrlich zu euch, ich hadere noch ein bisschen mit mir,
ob ich die nicht vielleicht einfach selber esse. Türchen Nummer 2 hatte ich hier doch gerade schon. Genau, das ist einmal diese Box hier. Was haben wir hier? Der faltbare und nachhaltige Mehrwegbecher von Up to You. Okay, wie funktioniert das? Ah, okay, man dreht das hier. So sieht das dann fertig aus. Also es ist ein faltbarer Mehrwegbecher. Finde ich auf jeden Fall praktisch, gerade auch für unterwegs, dass man den klein machen und dann einfach in die Tasche oder in den Rucksack stecken kann. So ein kleiner Kritikpunkt vielleicht daran, dass er im Adventskalender ist, dass nach meinem Gefühl es in den meisten Haushalten so ist, dass man eben schon Mehrwegbecher hat und vielleicht nicht unbedingt noch einen weiteren braucht. Aber dieses Faltbare ist eben so ein bisschen das Besondere daran. Nummer 3. Ah ja, ja, das sieht nach was aus, das ich auch erwartet habe in einem nachhaltigen Adventskalender, und zwar ein festes Shampoo. In dem Fall ist das jetzt von der Marke Waschkram. Ich hole das mal eben hier raus. Mit so einer Kordel, damit man es in der Dusche aufhängen kann. Und das riecht, ja, relativ neutral, würde ich sagen. Vielleicht so ein bisschen zitronig. Okay, nein, nicht zitronig. Hier steht drauf mit Shea-Butter und Biomandelöl. Das kostet 9 Euro und ist für feste Shampoos damit eher so ein bisschen auf der teureren Seite. Aber es ist handgemacht und dazu muss man eben auch immer sagen, dass natürlich so kleine Unternehmen jetzt nicht mit den Preisen mithalten können, wie beispielsweise so die Eigenmarken von einer großen Drogeriekette. Also ich finde das in dem Fall jetzt okay. Auch hier wieder, wenn ich ganz kritisch drauf gucken möchte, ein kleiner Punkt. Für einen Adventskalender hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn es statt einem Shampoo so ein Produkt gewesen wäre, das ein bisschen allgemeiner ist. Also was ich damit meine, ist, dass man sich ein Shampoo ja schon ein bisschen danach aussucht, wie denn so die eigene Haarstruktur ist, was die Kopfhaut braucht, und so ein bisschen ein neutraleres Produkt für einen Adventskalender wäre dann vielleicht sowas wie ein festes Duschgel, eine feste Handseife oder so, aber ja, vielleicht bin das auch nur ich. In Türchen Nummer 4 haben wir Organic Instant Coffee. So sieht der aus und da sind dann so Tütchen drin mit Kaffee zum Anrühren. Das stelle ich mir ganz praktisch vor, wenn man zum Beispiel campen geht oder so und dann einfach das mit heißem Wasser aufgießen kann. Der kostet 4,99 Euro und dadurch, dass ich selbst keinen Kaffee trinke, kann ich da jetzt ehrlich gesagt nichts Genaueres zu sagen. Ich werde den verschenken. Falls jemand von euch Erfahrung damit hat, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Türchen Nummer 5 ist dann der erste Umschlag und ich denke mal, dass da eine der Spenden drin sein wird. Genau, hier ist eine Karte drin und hier hinten steht drauf, 2 Jahre Schule für 7 Kinder von Textilarbeiterinnen in Kambodscha. Also hier auf der Karte steht ein längerer Text, der das Projekt beschreibt und hier unten ist dann zusammengefasst, dass es eben um das Projekt Better Chance geht und da werden Familien unterstützt, die wegen Fast Fashion Löhnen unter dem Existenzminimum in Armut leben. Pro Kind erhält jede unterstützte Familie 60 Euro im Monat, wodurch die Schulbildung, der Englischunterricht und die Ernährung dieses Kindes gesichert werden kann. Mit der Adventsumspende in Höhe von 10.080 Euro können wir 7 dieser Kinder für einen Zeitraum von 2 Jahren den Schulbesuch und damit die Chance auf eine bessere Gegenwart und Zukunft ermöglichen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger und toller Ansatz, den Adventsum hier verfolgt. Also, dass eben nicht nur Produkte im Kalender sind, sondern auch diese Spenden und damit auch ein sozialer Aspekt. Das finde ich sehr, sehr gut und das hier ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. In Türchen Nummer 6 befindet sich eine Tafel Schokolade und zwar ist das eine Limited Edition Knuspermandel und Zimt von der Marke Love Choc. Die Tafel kostet 3,99 Euro und hier steht drauf, dass es eine winterliche Rohschokolade in heimkompostierbarer Folie ist und das ist eben jetzt so ein Fall. Wie gesagt, ich habe vorher nicht zu den Produkten recherchiert, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, ob und wie das Heimkompostieren hier funktioniert von der Folie, aber was ich machen kann, ist die Schokolade probieren. Ja, schmeckt ganz gut, nicht zu süß. Türchen Nummer 7 ist ganz schön schwer. Okay, eine Duftkerze von Ava & May. So sieht die Kerze aus. Ich rieche mal dran. Ja, riecht auf jeden Fall sehr angenehm, nicht zu aufdringlich, das finde ich immer gut. Weihnachtlich duftende Kerze aus Sojawachs. Sojawachs soll ja unter anderem den Vorteil haben, dass die Kerzen länger brennen, dass sich kein Rauch bildet, keine Schadstoffe in die Luft gelangen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt daran und auch an dieser Kerze. Aber sie kostet halt einfach 24,99 Euro. Und wenn ich sehe, wie viele InfluencerInnen regelmäßig Rabattcodes haben für Ava & May, für 40, 50, teilweise 60%, dann sehe ich das ein bisschen kritisch. Also klar, ich mache auch regelmäßig Kooperationen und ich finde auch an sich, dass Rabattcodes nichts Negatives sind. Aber meiner Meinung nach kommt es eben darauf an, wie hoch diese Rabattcodes sind und wie regelmäßig die kommen. Ist es eine Marke, bei der es in einem begrenzten Zeitraum 10, vielleicht 20% Rabatt gibt oder vielleicht mal einen höheren Rabatt,
einmal im Jahr oder wenn irgendwie Sachen aus dem Sortiment genommen werden? Oder ist es eben eine Marke, die dauernd überall zu sehen ist und diese hohen Rabatte, also 50%, 60%, eben sehr, sehr regelmäßig hat? Weil wenn sich eine Marke so regelmäßig einen so hohen Rabatt leisten kann, dann bedeutet das halt einfach im Umkehrschluss, dass der Originalpreis des Produkts viel zu hoch angesetzt ist. Durch diesen hohen Rabatt wird einem dann das Gefühl vermittelt, dass das jetzt gerade irgendwie ein super krasses Angebot ist und dass man unbedingt zuschlagen muss, weil das ein Riesenschnäppchen ist. Aber das ist es halt nicht. Deswegen finde ich persönlich diese Marketingstrategie sehr, sehr fragwürdig und arbeite auch nicht mit Unternehmen zusammen, die das so handhaben. Ach ja, und passend dazu, damit auch niemand sagen kann, dass ich mir diese Höhe der Rabattcodes hier gerade aus der Nase ziehe. Hier steht ein Rabattcode drauf für 50%. Türchen Nummer 8. Hier drin haben wir True Gum, plastikfreier Kaugummi. Okay, davon kostet eine Packung 2,50 Euro und wir haben hier die Sorte Ingwer und Kurkuma. Das klingt auf jeden Fall interessant. Das ist eine Sorte von Kaugummi, die ich bis jetzt noch nie hatte. Ingwer ist ja auf jeden Fall so ein bisschen weihnachtlich. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das probieren würdet. Ich mache das jetzt auf jeden Fall mal fürs Team. Eigentlich bin ich klassisch eher so Team Minze, aber probieren wir mal. Okay, bisschen scharf, typisch für Ingwer. Also schmeckt ehrlich gesagt besser, als ich dachte. Ich nehme den jetzt gleich mal wieder raus, damit ich nicht die ganze Zeit am Kauen und Schmatzen bin. Türchen Nummer 9. Was haben wir hier? Holy Pit, ein Starter-Kit für immer wieder auffüllbares Deo. Okay, jetzt mal unabhängig davon, wer die Marke ist und wie die Qualität des Produkts ist. Das ist ein fantastisches Wortspiel. Also, was haben wir hier drin? Einmal das hier, das scheint so der Deo-Container zu sein. Und dann ist hier daneben noch das eigentliche Deo in der Geruchsrichtung Bergamotte-Minze. Da steht auch Unisex drunter, also abgesehen davon, dass ohnehin alle die Gerüche tragen können, die sie gerne mögen, passt das ja auch zum Claim des Kalenders, dass er Unisex ist. Ja, riecht erstmal nach nicht viel, aber bin ich auf jeden Fall gespannt, das auszuprobieren. Türchen Nummer 10 ist wieder ein Umschlag. Und zwar haben wir da diesmal das Projekt MHM, Mobile Hilfe Madagaskar e.V., medizinisches Vorsorgeprogramm für voraussichtlich 400 Kinder. Unser Verein ermöglicht Menschen auf Madagaskar kostenlose medizinische Hilfe, zum Beispiel auch Impfungen und Zahnbehandlungen. Rund 90% auf der Insel leben unter der Armutsgrenze und können sich dies nicht leisten. Die Adventsumspenden in Höhe von 10.000 Euro decken die Kosten für unser Vorsorgeprogramm für alle Kinder, die 2023 in unserem Einzugsgebiet geboren werden. Voraussichtlich sind das 400 Kinder. Ja, finde ich auch sehr gut und sinnvoll. Weiter geht's mit Türchen Nummer 11. Das sieht nach was Essbarem aus. Ja, eine Backmischung für Pancakes mit Hafer, Buchweizen und Zimt von der Marke Better Baking. Das ist eine Bio-Backmischung für 5 bis 6 Pancakes und die kostet 1,89 Euro. Bin ich gespannt, das zu probieren. In Türchen Nummer 12 ist etwas Weiches drin. Ah, das sieht mir nach Socken aus. Fair produzierte Socken in exklusivem Adventsam-Design von der Marke von Jungfeld. Ja, das passt ja sehr gut zur aktuellen Weltlage. Es ist eine Friedenstaube. Die fühlen sich auf jeden Fall sehr weich und angenehm an. Laut Adventsam kostet dieses Paar 16,99 Euro. Auf der Website von Jungfeld kostet ein paar Socken 13,95 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt so ein bisschen teurer sind, weil es eine Special Edition ist und weil es nur eine kleine Menge wahrscheinlich davon gibt. Nummer 13, das ist Nahrungsergänzungsmittel mit Matcha, Grünteeextrakt und Brahmi-Extrakt. Die kosten 6,23 Euro und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht so gut, dass das in einem Adventskalender drin ist. Einfach Thema Nahrungsergänzungsmittel, das ist so eine individuelle Geschichte und ich finde, dass man das auf jeden Fall auch individuell mit dem eigenen Hausarzt, der Hausärztin besprechen sollte, was man da wirklich braucht und nicht einfach auf gut Glück irgendwas nehmen sollte. Also ja, das muss jetzt nicht heißen, dass das ein schlechtes Produkt ist, aber ich finde es nicht so gut, dass das in einem Adventskalender drin ist. Nummer 14 ist wieder schwer und kommt in einem Karton mit zwei sehr süßen kleinen Mäusen drauf. Eine Maus mit Brille, die einer kleinen Maus was vorliest. Das finde ich sehr charmant. Das passt auch hier zum Design außenrum. Hier drin haben wir, oh, das sieht nach einem Aufstrich aus. Ja, Nougat Date. Ein Aufstrich von der Marke June, schätze ich mal. Ich erinnere mich gerade dran, dass ich von der Marke schon mal was anderes probiert habe. Und zwar haben die so Dattelpralinen. Die fand ich sehr lecker. Deswegen bin ich jetzt mal optimistisch, dass mir das auch schmecken wird. Nummer 15. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal nach einem Lippenpflegeprodukt aus. Ja, das ist ein Lippenpflegestift und zwar von der Marke For People Who Care. Ein Lippenpflegestick mit zitronigem Duft und er hat den sehr charmanten Namen Veganes aufs Mäulchen. Der kostet 6,90 Euro und ist wiederbefüllbar. Da fällt mir gerade übrigens auch auf, dass ich
ich vorhin bei dem wiederbefüllbaren Deo den Preis nicht dazu gesagt habe. Das kostet 14 Euro. Hier wegen der Verpackung aus Pappe würde es mich mal interessieren, ob ihr da Erfahrungswerte mit habt, ob das gut funktioniert, das wieder zu befüllen oder ob das dann einfach nach einer gewissen Zeit durchweicht. Wieder ein Glas mit irgendwas drin und zwar sind es heimische Superfoods. Hier drin sind aus biologischer Wildsammlung Brennnessel, Löwenzahn und Giersch und das kann man wohl mit Pflanzendrink zum Beispiel zusammenmischen und trinken. Ja, also Wildkräuter sehe ich jetzt im Vergleich zu den Nahrungsergänzungsmitteln weniger kritisch im Adventskalender. Vielleicht, weil das nach dem Gefühl irgendwie eher so ein bisschen in die Richtung Tee geht. Ich bin da aber ehrlich gesagt auch absolut keine Expertin. Ich werde da mal die eine Person in meiner Familie fragen, die sich sehr, sehr gut damit auskennt. Die kann mir dann bestimmt auch sagen, wofür Brennnessel, Löwenzahn und Giersch so gut sind. Das Glas hier kostet jedenfalls 9,50 Euro. Türchen Nummer 17 ist wieder ein Umschlag. Dieses Mal für Lasst die Tiere leben e.V. Das ist ein Lebenshof bei Berlin und die kenne ich tatsächlich, weil ich vor Jahren bei einem Projekt mitgemacht habe, wo ich zusammen mit anderen YouTuberinnen ein veganes Kochbuch rausgebracht habe und der Erlös von diesem Kochbuch ging eben damals auch an Lasst die Tiere leben e.V. Das finde ich auf jeden Fall sehr unterstützenswert und hier steht, mit der Adventsumspende über 10.000 Euro können wir einen dringend benötigten neuen und größeren Stall für unsere Wasservögel bauen. Diesen können wir dann so groß anlegen, dass wir zusätzlich weitere 20 Gänse oder Enten aufnehmen können. Das finde ich sehr schön, also auch, dass die Spendenprojekte so ein bisschen aufgeteilt sind, in welche Richtung das Ganze geht. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 18 und da sagt mir die Form, dass das vielleicht ein Tee sein könnte. Schauen wir mal, ob ich da eine gute Spürnase habe. Es ist ein Tee und zwar von Superkrauts, eine Bio-Kräutertee-Mischung ohne Zusatz von Aroma. Wellness-Tee-Mischung aus Bio-Kräutern. Der kostet 8,99 Euro für 75 Gramm. Ich kriege Tee ehrlich gesagt immer nur geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir selbst jemals einen gekauft habe. Deswegen könnt ihr mir gerne mal schreiben, für so losen Tee, ob das vieles oder nicht. Langsam leert sich's hier drin. Türchen Nummer 19 ist wieder ein kleiner Karton und da drin haben wir, ist das wieder ein Aufstrich? Ist es ein Gläschen? Tapi Dream von Vegablum. Was könnte das wohl sein? Ach, hier steht's. Vegane Honigalternative aus Tapioca. Habe ich tatsächlich so noch nicht probiert. Also Honigalternativen ja, aber ich glaube noch nicht auf der Basis. Bin ich gespannt. Da kostet ein Glas 4,99 Euro. Türchen Nummer 20. Da haben wir, das sieht nach Kosmetik aus. Plants Are Purple, einen Aloe Jelly Cleanser. Das ist ein Gesichtsreiniger mit Aloe Vera und der kostet 19,90 Euro. Das ist wirklich ganz schön teuer für einen Cleanser. Hier sind 100 Milliliter drin. Da möchte ich gerne mal allgemein an alle unter euch sagen, die nicht so viel Geld für Skincare ausgeben können oder wollen. Dazu gibt es wirklich diverse preisgünstige Alternativen in der Drogerie. Also dasselbe könnte man zum Beispiel jetzt auch sagen zu dem wiederbefüllbaren Deo, dem wiederbefüllbaren Lippenpflegestift. Das sind auf jeden Fall teurere Preise als in der Drogerie. Man muss immer im Hinterkopf behalten, ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, bei diesem Duschprodukt, dass es kleinere Mengen sind, dass die deswegen teurer sind. Aber es muss halt trotzdem irgendwo in einem Verhältnis stehen. Deswegen würde ich euch da immer raten, gerade auch bei Firmen, die sagen, dass die Produkte nachhaltig sind, vorher immer noch mal genau gucken, was genau verstehen sie darunter und ja, ist das irgendwie gerechtfertigt mit diesem Preis? Jetzt wieder speziell zurück zu Plants Are Purple. Ich habe deren Produkte bis jetzt noch nie benutzt, aber ich habe gesehen, dass es bei X Skincare vor kurzem einen Post dazu gab, wo er unter anderem auch über diese Marke gesprochen hat. Und da wollte ich euch das einfach mal vorlesen, weil ich seine Einschätzung immer sehr hilfreich finde. Also Leon schreibt, Plants Are Purple ist halt da. Es ist nichts Besonderes und nichts Schreckliches. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist alles sehr basic formuliert. Okay, also das würde jetzt meiner Meinung nach dann auch eher für die preisgünstigeren Alternativen aus der Drogerie sprechen. Dann schreibt er noch, der Gründer ist der gleiche wie der von Delune. Ob hier die Nachhaltigkeit genauso kritisch zu betrachten ist wie die von der Klamottenmarke, kein Plan. Ich gebe das jetzt einfach mal so an euch weiter. Ihr könnt da aber natürlich eure eigenen Einschätzungen und Entscheidungen treffen. Ach ja, auch hier ist übrigens ein Rabattcode dabei, im Gegensatz zu den ebenfalls sehr hohen Rabattcodes bei Delune, wegen denen sie ja auch unter anderem in der Kritik standen, ist es hier jetzt aber nur ein 25% Code. Das jetzt einfach noch der Vollständigkeit halber. In Tütchen 21 befindet sich Keksteig zum Naschen in der Geschmacksrichtung Chocolate Chip von der Firma Oh My Dough. Keksteigmix in Bio-Qualität zum Rohlöffeln. Hier vorne steht drauf, dass da circa 5 Portionen drin sind. Fertig in 2 Minuten und hier dazu kommen noch vegane Margarine und Pflanzendrink. Das kostet 5 Euro. Da bin ich sehr gespannt, das mal auszuprobieren. Bis jetzt habe ich noch nichts in die Richtung gegessen. Was mir hier gerade auffällt, ist, dass wir bei den Snacks bis jetzt nur süße Sachen hatten. Also
noch nichts Herzhaftes. Mal gucken, ob da jetzt in den letzten Türchen noch irgendwas kommt. Ach ja, tatsächlich. In Türchen Nummer 22 haben wir heimische Ackerbohnen. Einen Snack von der Firma Bonicard. Also, so sehen die aus. Ich habe gar kein Gefühl dafür, wie das jetzt gleich schmecken wird. Probieren wir mal. Sehr crunchy. Da muss man was nachtrinken. Ja, das erinnert mich so an diese gerösteten Sojabohnen in diesen Nuss-Frucht-Mix-Sachen, die wir beim DM Bio-Adventskalender hatten. Ja, ich glaube, da traue ich mich nicht weiter zu essen. Ich bin immer auch so eine Kandidatin bei Popcorn, die dann Angst hat, dass irgendwas von diesen Maisschalen hinten auf der Zunge kleben bleibt. Das werde ich weiter verschenken, aber es schmeckt auf jeden Fall lecker. Die kosten 2,79 Euro. Zwei Sachen haben wir noch. Schauen wir mal, was in der 23 ist. Brain Effect Sleep Gummies. Hier steht Fruchtgummis mit Melatonin zur Verkürzung der Einschlafzeit. Das kostet 12,90 Euro. Ich habe noch nie was von der Marke probiert, aber ich weiß, dass dieses Thema Melatonin auf jeden Fall auch kritisch betrachtet wird. Soweit ich weiß, geht es da eben um die Frage Dosierung, Wirksamkeit und eben auch darum, ob das sinnvoll ist, das einfach hier ohne eine Beratung bei Hausarzt oder Hausärztin zu nehmen. Auch hier wieder genau die gleiche Kritik wie beim anderen Nahrungsergänzungsmittel. Finde ich nicht so gut, dass das in einem Adventskalender drin ist. Und die 24 ist dann der vierte Umschlag. Das heißt, auch das ist wieder eine Spende. Diesmal mit Karte zum Aufklappen. Und hier steht, dass die Spende an Freunde alter Menschen e.V. geht. 10.000 Euro gegen Einsamkeit. Gerade an Weihnachten spüren wir ganz deutlich, wie sehr menschliche Verbindungen uns mit Wärme erfüllen und genießen die gemeinsame Zeit. Doch was ist mit denen, die niemanden mehr haben? Viele alte Menschen vereinsamen und neue Leute kennenzulernen ist schwer, vor allem wenn man nicht mobil ist. Inge erzählt, ich hatte das Gefühl, die Wohnung erdrückt mich. An Weihnachten habe ich es früher nicht ausgehalten und mich ins Treppenhaus gesetzt, damit ich mal was anderes erlebe. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich keine Einzelerfahrung ist, die Inge da hat, sondern dass das leider vielen alten Menschen so geht. Unser Verein möchte der Isolation alter Menschen entgegenwirken. Wir vermitteln und begleiten Besuchspatenschaften mit Freiwilligen, aus denen langfristige Kontakte entstehen, das ganze Jahr über. Zum Quatschen, Kaffee trinken, Sorgen teilen, spazieren gehen, mit Briefen, Anrufen, Hofkonzerten und weiteren kreativen Ideen versuchen wir, auch über die Treffen hinaus den Alltag unserer FreundInnen zu bereichern. Das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr schönes Projekt. Wirklich gerade auch an Weihnachten ein gutes 24. Türchen, sich dessen irgendwie mal bewusst zu machen, wie viele ältere Menschen eben an Weihnachten alleine sind. Toll, dass es diese Initiative gibt, dass, ja, finde ich auch wirklich sehr, sehr unterstützenswert. Oh, und ich sehe gerade, sie organisieren auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Also ja, das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt. Und damit kommen wir zur Bewertung des Advents im Adventskalenders. Da möchte ich erstmal noch kurz die Kategorie Auswahl nachreichen. Jetzt wissen wir ja, was drin ist. Da haben wir einmal die vier Spenden und dann noch Produkte, so grob aus den Kategorien Food, Lifestyle und Kosmetik. Ich finde, dass das eine gute Mischung war. Nur bei der Essenskategorie hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass es so ein bisschen ausgewogener gewesen wäre zwischen süß und herzhaft. Daher würde ich jetzt rein für die Auswahl 9 von 10 Punkten geben. Dann zur Frage, wie ich den Inhalt des Adventskalenders bewerten würde. Da haben wir einmal die Spenden. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz toller und wichtiger Aspekt, eben, dass hier auch noch so das Soziale mit dazu kommt. Das finde ich auf jeden Fall super. Die Produkte auf nur eine Zahl runterzubrechen, das fällt mir so ein bisschen schwer. Gerade bei so einem gemischten Adventskalender ist es natürlich ganz normal, dass nicht jedes Produkt jeder Person gefällt. Also das ist ja auch ein Anspruch, der wirklich völlig unmöglich ist. Nach meinem persönlichen Empfinden hätten die Nahrungsergänzungsmittel nicht sein müssen. Ich finde, das ist einfach was so Individuelles, dass das nicht in den Adventskalender gehört. Meine Bedenken vor allem zu Ava & May und Plants Are Purple habe ich euch ja genannt. Das heißt, für mich persönlich sind die Spenden natürlich eine 10 von 10 und die Produkte, würde ich sagen, eine 7,5 von 10. Dann Thema Preis-Leistung. Der Adventskalender kostet 125 Euro und wenn man die Türchen zusammenrechnet, dann hat er einen Warenwert von 195,40 Euro. Dazu kommen dann noch die Spenden und es war auch noch so ein Umschlag dabei mit diesen drei Postkarten und zwei Stickern. Damit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz klar eine 10 von 10. Ich habe zwar nicht den Anspruch an den Adventskalender, dass da ein höherer Warenwert drin ist als das, was der Kalender kostet. Man muss natürlich auch immer den Arbeitsaufwand mit einberechnen für Design, Verpackung etc. Also ich habe das Thema Preis-Leistung ja auch größtenteils in den vergangenen Videos kritisch betrachtet, wenn es eben einen sehr großen Unterschied gab zwischen dem Warenwert und dem Kalenderpreis. Ich habe das mal durchgerechnet und hier beim Advents im Adventskalender ist es tatsächlich so, dass ich die Produkte rausrechnen könnte, die ich jetzt kritisch sehe und wäre dann trotzdem immer noch bei einem höheren Warenwert als das, was der Kalender kostet. Das heißt, ich finde, dass der Preis wirklich sehr fair ist. Gerade eben auch, wenn man bedenkt, dass die Spenden ja noch oben drauf kommen. Wenn man jetzt alle Kategorien zusammennimmt, bekommt der Advents im Adventskalender von mir 9 von 10 Punkten. Damit ist er auch über die drei Videos hinweg mein persönlicher Testsieger. Aber, und das ist mir wirklich an der Stelle sehr, sehr wichtig dazu zu sagen,
ihr müsst nicht so viel Geld für einen Adventskalender ausgeben. Falls ihr jetzt sagt, hey, diese 125 Euro, das tut mir nicht weh, dann ist das, wie gesagt, ein sehr fairer Preis für diesen Kalender. Aber trotzdem ist und bleibt ein so teurer Adventskalender eben ein Luxusgegenstand. Und ich persönlich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, vor ein paar Jahren, gerade eben auch noch als Studi, hätte ich mir das nicht leisten können. Deswegen fühlt euch bitte nicht unter Druck gesetzt, nur weil man gerade gefühlt überall diese teuren Adventskalender sieht. Das ist nichts, was man braucht, um eine schöne Adventszeit zu haben. Die Zeit vor Weihnachten kann man sich auch ohne Adventskalender schön gestalten oder eben mit dem klassischen, mit Schoki. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Adventskalender-Testreihe so fandet und was ihr über den Advents im Adventskalender denkt. Hier drüben kommt ihr jetzt noch zu den beiden anderen Testvideos, die ich gemacht habe. Schaut auch da gerne mal vorbei und ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!